Sehr geehrter Oberbürgermeister, das wird jetzt ein Spaß. So, also, wir haben gehört von der AfD, dass wir jetzt mal wieder eine Steuererhöhungsidee gefunden hätten für unsere ideologischen Projekte. Aber wenn man den Antrag liest, steht drin, dass wir eine neue Steuer für Spekulationsgrundstücke einführen wollen. Und das Ziel ist da auch beschrieben, für die Absenkung der Belastung aller anderen. Wenn Sie das, die Absenkung der Steuer für alle Menschen, ich frage mal draußen hier Stream, wer wohnt irgendwo und wer von euch hat zufällig ein bebaubares Grundstück, wo man rein zufällig morgen was draufbauen könnte, was aber seit 20 Jahren liegen gelassen wird, weil man hofft, dass es in 10 Jahren teurer ist. Hä? Wer hat das? So, unser Antrag möchte gerne diese Grundstücke, die bebaubar sind, die man deswegen nicht verkauft oder bebaut, weil sie vielleicht noch steigen, die möchten wir besteuern und damit die Leute, die halt Grundsteuer bezahlen, nämlich wir alle, entlasten. Wenn das Ideologie ist, die Sie sozusagen ablehnen, dann ist das das, was ich ja immer schon sage. Die AfD tut so, als wäre sie irgendwie für den kleinen Mann und die kleine Frau, ich sage es mit Absicht, die kleine Frau, ja, und den kleinen Mann. Aber in Wahrheit sind sie natürlich für diejenigen, die sozusagen wie diese obskuren großen Spendenkampagnen bezahlen und die sozusagen die AfD groß gemacht hat und für die, die eigentlich die Politik macht, nämlich für die Menschen, die halt wirklich viel Geld haben. Und das ist sozusagen deren Ideologie und dagegen wehre ich mich. Und zwar massiv. Ich wehre mich auch dagegen, dauernd Ideologie vorgeworfen zu bekommen von Menschen, die einzig und allein in Ideologie stecken. Ja, also das ärgert mich wirklich sehr. Meine Damen und Herren, die Grundsteuer C, der Gesetzgeber hat uns jetzt das Recht gegeben, der Landesgesetzgeber hat uns das Recht gegeben, sie einzuführen, sie liegen zu lassen, sie einfach liegen zu lassen. Ja, und die Sachen, das Geld, was wirklich nur diejenigen, die spekulieren, bezahlen müssten, nicht einzunehmen, das ist wirklich perfide Ideologie. Und ich bin eigentlich wirklich für den kleinen Mann und die kleine Frau, die wohnt und Grundsteuer bezahlen muss. Und wenn das ein bisschen weniger wird, dann würde ich mich sehr freuen. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu. Dankeschön.